Willkommen zurück, mein Name ist Felicia. Wir üben heute eine Jiva Mukti Open Klasse in einem kürzeren Format. Wenn dir diese Videos gefallen, dann like auf jeden Fall und abonniere unseren Kanal für mehr Videos und damit wir auch mehr Videos für euch produzieren können. Wenn dir dieses Format Spaß macht und du noch ein bisschen längere Klassen üben möchtest, habe ich unten einen Link in der Infobox zu meiner Website, wo ich eine Media-Bibliothek zusammengestellt habe für dich mit 60 bis 75 Minuten Open Jiva Mukti Klassen. Und in der Infobox findest du noch einen Link zu meinem Harmoniumkurs, wenn dich das interessiert. Und damit fangen wir jetzt auch gleich an mit Singen und Chanten. Deswegen finde einen bequemen Sitz. Nimm dir gerne einen Block, eine Decke oder ein Kissen unter das Gesäß, damit du eine lange Wirbelsäule findest. Und du kannst die Augen schließen oder den Blick senken, die Hände ablegen. Nochmal durch den Mund ausatmen. Und atme ein. Zu Ganesh, Ganesha. Die Worte sind Om Gam Ganapataye Namaha. Hör einmal zu und dann singen wir gemeinsam. Om Gam Ganapataye Namaha. Zusammen. Ganapataye Namaha. Sing gleich weiter. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye. Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Ganapataye Namaha. Ganesha ist ein Gott, zu dem oft gesungen wird, wenn etwas Neues ansteht, wenn wir auf einem neuen Weg sind, neue Dinge erleben, neue Dinge auch einladen in unser Leben. Und vielleicht gibt es irgendwas Neues, etwas in deinem Leben, in deinem Herzen, in dir. Ein neuer Weg, ein neuer Moment, ein neuer Mensch. Bring die Hände vor dem Herzen zusammen und egal, ob dieses Neue vermeintlich positiv oder negativ ist, schön oder schwierig, aufregend. Gib dem heute einfach Raum in deiner Praxis und widme deine Praxis dorthin. Mit den Händen am Herzen macht für dreimal Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam
Ganapataye Nama. Om Gam Ganapataye Nama. Om Gam Ganapataye. Senk die Stirn zu deinen Händen und zu deinem Herzen. Öffne deine Augen, senk die Hände. Lasst uns die Praxis im nach unten schauenden Hund beginnen. Du kannst deinen Weg da hineinfinden. Mach dich groß und lang, lass den Kopf vielleicht nochmal ganz locker hängen, schüttel ihn aus, ja, 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 nein, nein, nein. Beginn den Atem zu vertiefen, Ujjayi-Atem. Atme ein, atme aus. Ein, ausatmen, einatmen. Atme aus, einatmen, ausatmen, 5, heb den Blick, lauf die Füße nach vorne, 30 cm hinter deine Hände, schieb die Hände flach in den Boden oder auf deine Blöcke und lass Beine und Arme gestreckt, lass den Kopf locker hängen, atme, Ujjayi, hör deinen Atem rauschen. Finde schon sanft Mula Bandha, den Beckenboden aktiv heben und schieb die Hände und die Füße gleichmäßig feste in den Boden. Fersen geerdet, Handballen geerdet. Ujjayi-Atem. Einatmen und aus. Lauf die Füße mattenweit auseinander, setz den Po tief in Malasana Squat. Bring die Hände vor dem Herzen zusammen und roll die Schulter nach hinten und unten. Und hier finde wieder den Beckenboden, heb sanft den Beckenboden hoch. Wirbelsäule wird lang und schiebt Richtung Decke. Atme Ujjayi weiter in den Brustkorb ein. Aus dem Bauch aus, Beckenboden aktiv heben. Einatmen. Atme aus. Bring die Hände vor dir zum Boden, streck die Beine aus. Lauf die Füße zueinander ganz zusammen und sink über die Beine, lass den Kopf locker hängen. Utkatasana, atme ein, setz dich tief, heb die Arme. Ausatmen, schwing die Arme hinter den Rücken, streck Arme und greif die Finger ineinander. Einatmen, setz den Po tief, heb den Brustkorb, aber lass die Hände hinten. Ausatmen, wieder über die gestreckten Beine beugen. Nochmal einatmen, Po tief, Hände heben sich weg vom Steißbein. Ausatmen, über die Beine beugen. Einatmen, setz dich wieder tief, heb die Arme weg vom Steißbein. Ausatmen, tief sinken. Ganzes Utkatasana, atme ein, heb die Arme über den Kopf, setz dich tief. Ausatmen, streck die Beine, greif die Hände über dem Kopf ineinander, atme ein, schaff Länge. Ausatmen, lehn dich nach links. Einatmen, komm zur Mitte. Ausatmen, lehn dich weit nach rechts. Einatmen, komm zur Mitte. Ausatmen, Tadasana, dreht an den Anfang der Matte. Jivamukti Sonnengruß, verhakt die Daumen vor dir, zieh die Arme vor, hoch und zurück. Ausatmen, beugt die Knie, schwing vorn durch, greift die Hände hinterm Rücken. Einatmen, legt die Hände ab, rechter Fuß zurück, Ausfallschritt.
Ausatmen, links zurück, herabschauender Hund. Einatmen, kommt vor in die schiefe Ebene, hebt den Blick. Ausatmen, Chaturanga, den halben Weg. Einatmen, aufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, vor in die schiefe Ebene. Ausatmen, Knie, Brustbein, Kinn ablegen. Einatmen, schlängel dich vorn durch, kleine Kobra. Ausatmen, stell die Zehen auf, schieb den Po zu den Fersen, herabschauender Hund. Einatmen, rechter Fuß nach vorne, heb den Blick. Ausatmen, links dazu. Einatmen, beug Knie, verhak die Daumen, zieh dich vor, hoch und lehn dich zurück. Ausatmen, beug die Knie, schwing durch, greif die Hände hinterm Rücken, streck Arme und Beine. Einatmen, Hände zum Boden, linker Fuß zurück, Blick vor. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, komm vor in die schiefe Ebene. Ausatmen, Chaturanga Dandasana. Einatmen, aufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, schiefe Ebene. Ausatmen, Knie, Brustbein, Kinn ablegen. Einatmen, schlängel dich vor, kleine Kobra. Ausatmen, übergebeugte Knie, schieb dich zurück, streck die Beine in den Hund. Einatmen, linker Fuß weit vor, Blick vor. Ausatmen, rechts dazu, Uttanasana. Einatmen, beug Knie, verhak Daumen, zieh dich vor, hoch und zurück. Bleib stehen, atme aus, senk die Arme, Tadasana. Einatmen, Utkatasana, setz dich tief. Ausatmen, Hände zu den Füßen in Uttanasana. Einatmen, heb den Blick, Rücken lang. Ausatmen, flieg zurück, Chaturanga Dandasana. Einatmen, aufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, rechter Fuß nach vorne, Krieger 1, Blick hoch. Ausatmen, Hände zum Boden, Liegestütz. Einatmen, aufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, links nach vorne, Krieger 1, Blick zu den Daumen. Ausatmen, Liegestütz, Chaturanga, Blick vor, Bauch stark. Einatmen, aufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Atme hier ein. Atme aus. 1. Ujjayi-Atem. 1. Ausatmen, 2. Einatmen. Ausatmen, 3. Einatmen. Ausatmen, 4. Einatmen. Ausatmen, beug die Knie, Blick vor. Einatmen, flieg oder lauf zwischen die Hände. Ausatmen, Uttanasana. Einatmen, setz den Po tief in Utkatasana. Ausatmen, komm zum Stehen, Tadasana. Verlager Gewicht in den linken Fuß. Einatmen, heb dein rechtes Knie zu dir ran. Für den Baum, ausatmen, öffne dein Knie, Fuß, Innenseite, linkes Bein. Heb die Arme über den Kopf, öffne sie. Ausatmen, leg den rechten Arm zum rechten Oberschenkel. Einatmen, schaff Länge in der linken Flanke. Ausatmen, lehn dich tief nach rechts. Mit jeder Ausatmung sinken Stöckchen tiefer, Beine super stark. Einatmen, heb den rechten Arm zum linken, Hände zusammen vor dein Herz, atme aus. Einatmen, heb dein rechtes Knie und ausatmen, dreh zurück. Heb die Arme und dreh über die Fersen, sodass du zum hinteren Mattenrand schaust. Für Trikonasana Dreieck, Hand zum Schienbein. Die rechten Zehen zeigen nach hinten und auch die linken Zehen sind etwas eingedreht. Blick nach oben. Atme hier aus. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen, 5, senk den Blick. Einatmen, kommt zum Stehen, mach den Schritt wieder größer. Ausatmen, Krieger 2, setz dich tief, beug vorne tief. Einatmen.
Atme aus und spann die Schultern. Einatmen, heb wieder den Beckenboden an. Atme aus. Einatmen, streck dein rechtes Bein. Ausatmen, beug es tief, leg beide Hände zum Boden ab. Mach den Schritt von hinten kleiner. Streck beide Beine, heb den Blick. Und ausatmen, sink übers rechte Bein, Paschvuttanasana. Atme hier ein. Atme aus. Stirn am Schienbein. Aktive Beine, heb die Kniescheiben zu den Oberschenkeln. Einatmen. Atme aus. Einatmen, heb den Blick, lauf die Hände vor, heb dein linkes Bein und ausatmen, stehender Spagat, sink übers rechte Bein, lauf die Hände näher zum Fuß, Stirn zum Schienbein und heb dein linkes Bein so hoch du kannst. Atme ein, heb den Blick, lauf die Hände vor, senk dein linkes Bein fast ganz zum Boden, gestreckt. Einatmen, hüpf die rechte Ferse hoch, Handstand hops, ausatmen, landen. 5-mal auf der Seite. Einatmen, hoch, ausatmen, landen, nochmal hoch, ausatmen, dreh zurück, herabschauender Hund. Einatmen, komm vor in die schiefe Ebene, ausatmen, Chaturanga. Einatmen, aufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, lauf oder spring zwischen die Hände, Rücken lang. Ausatmen, sink über die Beine. Einatmen, setz dich tief in Utkatasana. Ausatmen, komm zum Stehen, Tadasana. Verlager Gewicht in den rechten Fuß. Heb dein linkes Knie zum Brustkorb, zieh es ganz nah zu dir ran. Ausatmen, Vrikshasana, Baum, stell den Fuß Innenseite vom rechten Bein ab. Heb die Arme über den Kopf. Öffne die Arme schulterweit und lass den linken Arm zum linken Bein sinken. Rechtes Bein super stark, schaff Länge in der rechten Flanke. Ausatmen, lehn dich nach links. Jede Einatmung schafft Länge. Ausatmen, sink tiefer. Letztes Mal, atme ein, atme aus. Einatmen, heb beide Arme über den Kopf, Hände zusammen. Ausatmen, die Hände vor dein Herz. Einatmen, heb dein Schienbein wieder zu dir ran. Ausatmen, dreh zurück, heb die Arme und dreh über die Fersen, Trikonasana zum linken Bein. Zieh den linken Arm weit vor, Hand zum Schienbein, atme aus, Blick hoch. Ein. Atme aus. Zieh die Kniescheiben wieder zu den Oberschenkeln. Einatmen. Atme aus. Starke Beine. Einatmen. Atme aus. Ein. Ausatmen. 5. Senk den Blick. Einatmen. Kommt zum Stehen. Mach den Schritt größer. Ausatmen, Krieger 2. Einatmen. Ausatmen 2. Heb den Beckenboden an. Einatmen. Ausatmen 3. Einatmen, streck dein Bein. Ausatmen, beug es, leg beide Hände ab, mach den Schritt von hinten kleiner. Streck beide Beine, heb den Blick. Ausatmen, sink übers linke Bein nach unten. Atme hier ein. Atme aus, Paschvuttanasana. Einatmen. Ausatmen. Nacken entspannt, Beine aktiv. Einatmen. Atme aus. Einatmen. Ausatmen. 5. Einatmen, heb den Blick. Lauf die Hände wieder vor dich, heb dein rechtes Bein, atme aus, Gewicht in den linken Fuß, schaff Länge und ausatmen, lauf die Hände zum Fuß zurück, stehender Spagat. Heb dein rechtes Bein so hoch du kannst, Stirn zum Schienbein.
Heb den Blick, lauf die Hände wieder vor dich. Jetzt Gewicht in die Hände, ausatmen, lass dein rechtes Bein fast zum Boden sinken. Einatmen mit Schwung, hüpf auf die Hände. Ausatmen, fünfmal auf der linken Seite hier. Mit Schwung nach oben und wieder landen. Dreh zurück in den herabschauenden Hund. Einatmen, schiefe Ebene. Ausatmen, Chaturanga. Einatmen, aufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Mit der Einatmung dreht den rechten Fuß nach vorne zwischen die Hände, legt dein linkes Knie ab, hebt die Arme. Ausatmen, Hände vor dein Herz, dreh dich auf zur rechten Seite. Du kannst genau so bleiben oder stell dein Zehen auf, streck dein linkes Bein. Du kannst eine Variation der Arme finden. Linke Hand, Außenseite, rechter Fuß und rechter Arm weit übers Ohr. Schaff Länge, zieh den Scheitelpunkt des Kopfes nach vorne und die Ferse aus dem linken Bein schieb zurück. Dreh dich weit auf. Mit der Ausatmung senk den Blick, leg beide Hände zum Boden ab. Für Gomukhasana zieh dein hinteres Knie nach vorne an die Außenseite vom rechten Fuß und dann stülp dein rechtes Knie über dein linkes. Setz dich zwischen die Füße ab, gerne auch auf einen Block oder eine Decke. Greif die großen Zehen mit den ersten drei Fingern. Schultern nach hinten und unten, Wirbelsäule lang. Vielleicht bleibst du genau hier aufrecht sitzen oder kipp nach vorne über deine Beine. Egal wo du bist, ob du in der Vorwärtsbeuge bist oder im aufrechten Sitz, lass Gewicht hinten in deinen Sitzhöckern, schieb da nach unten. Erde dich und aus der Erdung schafft Länge und von da sink tiefer nach vorne. Atme ein. Atme aus. Einatmen, richte den Oberkörper auf, entknote die Beine, stell die Zehen vor dir auf für Navasana, streck die Beine, streck die Arme aus, heb dein Herz hoch, Balance auf den Sitzhöckern und aus der Kraft vom Bauch. Atme ein, atme aus. Einatmen, wer kann, streck die Beine ganz. Ausatmen, einatmen. Ausatmen, kreuz dein rechtes Schienbein vors linke, wir springen zurück. Einatmen, spring oder lauf. Chaturanga, atme aus. Einatmen, aufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, linker Fuß nach vorne. Rechtes Knie zum Boden, heb Oberkörper und Arme. Ausatmen, Hände vor dein Herz, dreh dich auf nach links. Du kannst genauso bleiben oder finde wieder deine Variation, die du auf der anderen Seite hattest. Wenn du dein hinteres Bein streckst, dann streck es ganz aus. Schieb die Ferse weg von dir, schieb die Kniekehle Richtung Decke. Scheitelpunkt des Kopfes schiebt vor, dreh den Brustkorb tiefer in die Drehung auf. Tiefe Einatmung. Ausatmen, senk den Blick, leg die Hände wieder zum Boden ab. Gomukhasana, zieh dein rechtes Knie nach vorne, linkes übers rechte legen. Setz dich ab, gerne auch höher. Greif erstmal die großen Zehen, richte den Oberkörper auf. Und gerne bleib wieder genau hier, Erde in diese Zöcker hinein. Oder ausatmen, kipp nach vorne. Behalt Gewicht hinten. Nutz die Atmung, um tiefer zu schmelzen in deine Hüften hinein. Atem bleibt aktiv. Hörbar rauschend in Ujjayi. Mit der nächsten Einatmung richte dich wieder auf. Paschimottanasana, ausatmen, streck die Beine nach vorne aus, zieh dein Sitzfleisch von unten raus. Einatmen, schaff Länge und ausatmen, kipp nach vorne über die Beine. Greif die Füße oder Knöchel,
Leg die Stirn Richtung Schienbeine. Bleib aktiv aus den Beinen und aus dem Beckenboden und dadurch schaff mehr Länge mit jeder Einatmung und mit der Ausatmung sink tief nach unten. Atme ein. Atme aus. Einatmen. Atme aus. Einatmen, heb den Blick, schaff mehr Länge. Ausatmen, sink tiefer. Einatmen. Ausatmen, 7. Einatmen. Ausatmen, 8. Einatmen. Ausatmen, 9. Einatmen. Ausatmen, 10. Einatmen, heb den Blick, komm zum Sitzen. Atme aus, stell die Hände hinter dir auf für Purvottanasana, pointe die Füße. Optional beug die Knie für den Tisch. Einatmen, heb dein Becken. Ausatmen, Kopf zurück oder Blick vor. Einatmen, Becken höher heben. Ausatmen. Wer gepointete Füße, gestreckte Beine hat, bringt die großen Zehen mehr zum Boden. Einatmen. Blick vor. Ausatmen, setz dich ab. Zieh die Schienbeine zu dir ran, kreuz linkes vors rechte. Wir springen zurück, atme ein. Ausatmen, Chaturanga. Einatmen, aufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Atme ein, komm vor in die schiefe Ebene. Ausatmen, leg Knie, Brustbein, Kinn ab und bleib hier, saug den Bauchnabel nach innen. Du kannst hier bleiben oder vorsichtig löst die Hände und greift die Hände hinterm Rücken ineinander. Streck die Arme aus und vielleicht heb die Hände weg vom Steißbein. Bauchnabel immer noch gehoben. Einatmen. Atme aus. Vorsichtig löst die Hände, leg die Hände wieder ab. Einatmen, schlängel dich nach vorne durch in die kleine Kobra. Ausatmen, leg die Stirn zum Boden ab. Einatmen, heb dich wieder hoch in die Kobra und diesmal bleib hier. Ausatmen, schieb die Fußrücken in die Matte. Vom Bauchnabel spür, dass die Aktivität des Bauches dich höher hebt, den Brustkorb hebt, die Schulterblätter, Ellbogen ziehen zusammen hinter dir. Mach ein Kissen mit den Händen, leg eine Wange ab, entspann dein Becken von Seite zu Seite. Leg die Stirn zum Boden, beug die Knie, greif die Knöchel von außen für Dhanurasana, den Bogen. Bauchnabel wieder nach innen heben. Einatmen, heb Knie, heb Schultern. Atme aus. Einatmen. Ausatmen, 2. Balanciere auf dem Bauchnabel. Ausatmen, 3. Einatmen. Ausatmen, 4. Einatmen. Ausatmen, 5. Lös. Leg eine Wange wieder ab. Hüfte entspannt. Stell die Hände neben den Brustkorb für den nach oben schauenden Hund. Einatmen, heb dich hoch. Ausatmen, roll über die Zehen zurück, herabschauender Hund. Wir kommen auf die Knie zum Stehen. Du kannst die Knie einfach zum Boden bringen oder spring nach vorne, lande die Fußrücken am Boden und setz die Knie vorsichtig ab. Stell die Zehen hinter dir auf. Bring die Hände an den unteren Rücken und schaff mehr Länge im unteren Rücken. Heb dein Herz zur Decke, atme ein. Ausatmen, lehn dich zurück. Einatmen, Herz heben. Ausatmen, vielleicht greif zu den Knöcheln mit den Händen und lass den Kopf zurückgehen. Vielleicht lässt du auch die Hände einfach am Rücken. Atme tief ein. Atme aus. Mit der Einatmung aus dem Herzen heb dich wieder hoch, pointe die Füße und ausatmen, setz dich ab auf die Fersen. Atme hier zwischen. Stell die Hände neben dir ab.
Und heb den Po, saug die Füße unter dir durch nach vorne und dann roll dich auf den Rücken langsam ab. Bring die Füße nah ans Gesäß fürs halbe Rad. Schieb in die Füße, einatmen, heb dein Becken hoch. Ausatmen, greif die Hände unter dir, lauf die Schultern unter dich. Halbes Rad. Du kannst hier bleiben, du kannst dir einen Block unter das Kreuzbein legen. Wir kommen noch in drei ganze Räder. Wer mitgehen möchte, streckt die Arme über den Kopf aus, stellt die Hände neben die Ohren. Einatmen, heb dich nach oben, atme aus, eins. Einatmen, ausatmen, zwei. Einatmen, ausatmen, drei. Einatmen, ausatmen, vier. Einatmen, Kinn zum Brustbein. Ausatmen, fünf, langsam leg dich ab, leg die Hände an den Bauch, lass die Knie zusammenfallen. Zweite Runde, stell die Füße nah ans Gesäß und die Hände neben die Ohren. Atme ein, heb dich nach oben. Atme aus, eins. Einatmen, ausatmen, zwei. Einatmen, ausatmen, drei. Einatmen, entspann den Nacken. Ausatmen, vier. Einatmen, ausatmen, fünf. Kinn zum Brustbein und langsam ablegen. Die Hände aufs Herz, Knie berühren sich. Dritte, letzte Runde. Stell die Füße nah ans Gesäß, streck die Arme über den Kopf, stell die Hände auf. Atme ein, heb dich nach oben. Atme aus, eins. Einatmen. Ausatmen, zwei. Einatmen. Ausatmen, drei. Einatmen. Ausatmen, vier. Einatmen. Ausatmen, fünf. Kinn zum Brustbein, leg dich wieder langsam ab. Lass die Knie zusammenfallen, leg die Hände zusammen zwischen die Augenbrauen. Spür nach, spür hinein in deinen Körper, in dein Sein. Zieh die Schienbeine zu dir ran, roll von Seite zu Seite, massier den Rücken. Für Happy Baby, greif die Außenseiten deiner Füße oder greif die Knöchel, zieh die Knie in die Achselhöhlen und lass den unteren Rücken ganz geerdet am Boden. Zieh die Schienbeine wieder zu dir ran, bring die Stirn zu den Knien. Mach den Rücken rund, roll dich vor und zurück entlang der Wirbelsäule ein paar Mal mit Schwung. Wir kommen in den Schulterstand von hier. Du kannst dir direkt diesen Schwung nehmen und zurückrollen in den Schulterstand oder dir erst ein Podest bauen. Wenn du in den Schulterstand kommst, bring die Hände an den Rücken, um dir diese Länge zu geben, mehr und mehr diese Länge zu finden. Von Schultern über Becken, über Füße. Wenn der Schulterstand heute nichts für dich ist, dann bleib mit dem Becken unten am Boden oder auf einer Decke. Streck die Beine nach oben 90 Grad, vielleicht sogar an der Wand in Viparita Karani. Atme weiter Ujjayi Atem. Bewusst, geräuschvoll, ganz bei dir, deine Gedanken bündelnd.
Aus dem Schulterstand bring die Füße über den Kopf in Halasana, dem Flug. Wenn die Füße am Boden ankommen, greift die Hände hinterm Rücken ineinander. Sonst beugt die Knie auf die Stirn und lass die Hände am Rücken. Beugt die Knie auf die Stirn oder neben die Ohren in Karnapidasana. Lass den Rücken rund werden, Füße gepointet. Leg die Hände zum Boden ab und roll dich langsam aus der Haltung wieder zum Boden. Streck ein Bein nach dem anderen aus. Für den Fisch Matsyasana, die Gegenhaltung zum Schulterstand. Heb dich auf die Unterarme, Handflächen zeigen nach oben und stell den Scheitelpunkt des Kopfes ab. Aktive Beine, Füße geflext oder gepointet. Schieb in die Unterarme, heb dein Herz weit, öffne die Kehle weit. Du kannst gerne die Löwenatmung machen, feste durch den Mund ausatmen, vielleicht sogar die Zunge rausstrecken. Kinn zum Brustbein und langsam lösen, leg dich ab für Shavasana. Nimm dir alles, was du noch brauchst, um bequem und warm zu sein. Atme tief, tief ein, ein. Öffne den Mund und atme aus. Finde Ruhe im Körper. Und lass diese körperliche Ruhe mehr und mehr nach innen schmelzen. Tief in dich hinein. In deine Wirklichkeit. Langsam beginnen, die Finger wieder zu bewegen, die Zehen wieder zu bewegen, Hände und Füße. Streck die Arme lang über den Kopf aus. Stell die Füße auf, kuschel dich auf deine rechte Seite. Und schieb die linke Hand in den Boden, komm nach oben zum Sitzen. Finde einen bequemen Sitz. Für ein paar Minuten bleiben wir noch
genauso aufrecht in der Stille sitzen. Leg die Hände ab. Werd wieder still. Komm hier an. Und schau hin in dein Inneres, in dein Erleben, dein Empfinden, deine Gedanken, deine Emotionen. Beobachte, wie die Gedanken wie Wolken über den blauen Himmel ziehen. Genauso die Gedanken in dir vorübergehen, kommen und wieder gehen. Ohne zu verurteilen, mit Neugier, mit Liebe. Schau zu, schau hin. Bring die Hände vor dem Herzen zusammen. Senk die Stirn zu den Händen. In Dankbarkeit. Und danke dir, dass du heute da warst, dass du die Zeit genommen hast. Für dich, für deine Praxis mit mir. Vergiss nicht, das Video noch zu liken und den Kanal zu abonnieren für mehr Videos. Und lass uns gerne einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal.